Hallo Fans der angewandten Forschung. Mein Name ist Vince Ebert und an dieser Stelle berichte ich über die spannende Welt der Produktionstechnik und der Automatisierung. Von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zerspanung ist kein Thema vor mir sicher. Bühne frei für Innovationen. Made in Stuttgart. Jedes Jahr bekommen in Deutschland rund 200.000 Patienten ein künstliches Hüftgelenk. Die Operation ist ein komplexes Unterfangen. In einem besonders aufwendigen Schritt muss der Chirurg dieses Teil in den Oberschenkelknochen einführen. Und dazu muss er ein dreidimensionales eckiges Loch bohren. Und das macht er meist per Hand mit einer Raspel. Mit C-Rex, einem neuartigen Bohrer, können Ärzte künftig den Eingriff schneller, präziser und vor allem mit deutlich weniger Kraftaufwand vornehmen. Und wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer, die Schwaben. Ein Stuttgarter Entwicklerteam vom Fraunhofer IPA. Und wo haben sie sich's abgeschaut? Nicht im Baumarkt um die Ecke, sondern von der Natur. Genauer gesagt, von den Holzwespen. Die bohren bis zu 6 cm tiefe Löcher ins Holz, um ihre Eier abzulegen. Da ihnen Rotation nicht möglich ist, raspeln sie die Hohlräume in einem äußerst trickreichen Verfahren aus dem Holz. Ihr Legestachel besteht aus 3 voneinander separaten Raspeln, die sich unabhängig voneinander nach dem sogenannten Pendelhub-Prinzip bewegen können. Während der eine Stachel nach oben geht, geht der andere nach unten und der dritte Stachel sorgt für Stabilität, indem er sich am Holz festkrallt. Genial! Das Pendelhub-Prinzip funktioniert aber nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im professionellen Heimwerkerbereich. Probieren wir das einfach mal aus! Aber nicht nur im Handwerksbereich sorgt der C-Rex-Effekt für erstaunte Gesichter. Jeder Hobbytaucher kennt das Dilemma, Bohren unter Wasser ein Riesenproblem. Mit dem C-Rex-Bohrer ist sowas möglich. Oder noch extremer, im Weltall. Stellen Sie sich vor, Sie sind Astronaut und müssen auf einem Kometen ein Loch bohren. Mit einem normalen Bohrer brauchen Sie einen Anpressdruck. Der ist aber in der Schwerelosigkeit nicht möglich. Auch hier hilft der C-Rex-Bohrer. Der geht butterweich in den Kometen. Der Holzwespe sei Dank. Tja, wieder eine Innovation, die begeistert und unser Leben bereichert. Zukunft, du kannst kommen. Wir sind bestens vorbereitet.